Und damit willkommen zurück zu Dragon Quest Builders. Und ja, ich habe mir jetzt nochmal meine alten Folgen angeguckt, deswegen ist hier so ein kleiner Break drin. Ich hatte ja die Blume genau hier vorne gefunden. Und genau das ist jetzt die Herausforderung. Wir müssen jetzt eine Blume finden, die hier in der Nähe irgendwo wächst. Und womit ich dann sowas Blödes herstellen kann, denn ich glaube, in der anderen Welt gibt es das nicht. Aber wir gucken jetzt trotz alledem jetzt erstmal durch das Portal durch, bevor ich mich jetzt hier wieder überall durchwusel. Und die hier wollen immer die ganze Zeit diese blöden Tabletten haben, die ich aber nicht herstellen kann, weil mir dazu ein Kabeljau fehlt. Und ich weiß noch nicht, wo ich den Kabeljau bekomme. Deswegen, die müssen wir dann auch noch angeln. Und dann brauche ich auch noch mehr Schlafzimmer. So. Also, wir müssen jetzt diese rosa Blümchen suchen und ich weiß noch nicht, wo ich die finden soll. So. Orange haben wir schon mal. Und ja, ich möchte mich auch ganz kurz dafür entschuldigen. Es kann sein, dass die letzten Folgen bei mir ein bisschen zu leise waren von meiner Stimme her, beziehungsweise es halt zu laut war von der Musik des Spiels. Hintergrund ist der, dass beispielsweise bei SteamWorld Dig gar kein Ausschlag war, irgendwie was Sound anging. Dann habe ich da halt ein bisschen lauter gemacht. Wo ich dann aber auch im Nachhinein festgestellt habe, nach so zigtausend Folgen, das passt aber auch nicht. Oh, das ist auch nicht ganz original. Weil ich mich dann doch schon so ein bisschen geärgert, weil ich mich da ein bisschen von dem blöder Wolf ärgern lassen. So. Nicht durch diese Blümchen da laufen, die sind nämlich gefährlich. So, ich suche jetzt diese rosa Blumen. Ich kann jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, ob ich hier welche finde oder nicht. Was ich aber sagen kann, ist, dass hier eine Höhle ist. Dass ich in die jetzt einfach mal reingehe und ach, hier schon gleich wieder rausgehe. Seht ihr mal, so einfach ist das. Ich hoffe, dass der mich jetzt nicht verfolgt. Natürlich verfolgen die mich. Aber egal. Dann angeln wir mal. In der Hoffnung, dass ich jetzt was Richtiges bekomme. Wenn ich jetzt hier ein Kabeljau bekomme, wäre das richtig super. Troplaving, ein Schleim. Ach, Mann. Ein Schleim war auch. So, und es gibt anscheinend in jeder Welt irgendwie Drachen oder so. Keine Ahnung. Oh, was haben wir da für Pflanzen? Farnwedel. Faserstoff. Wenn ich den dann hergestellt habe, kann ich dann wahrscheinlich wieder andere Sachen herstellen. Oh, gut. Hier sind Steine, die brauche ich jetzt aber auch nicht. Oh, da oben sind schon wieder andere von diesen Typen. Ich glaube, die sind dann wieder ein bisschen stärker. Was zum Teufel? Oh, verdammt. Und die können sich auch noch unsichtbar machen. Also, die gehen ab. Ich glaube, dass hier unten irgendwie was drin ist. Ich will aber auch mal irgendwie gerne reingucken. Aber, ohne mein Reisegewand ist es jetzt hier gerade echt gefährlich. Aber ich suche halt noch diese rosa Blümchen. Ah, die finde ich irgendwie nicht. Also hier ist doch hundertprozentig noch irgendetwas Gefährliches. Das sind alles weiße Blumen. Ich brauche die rosanen. Das da ist ein Haus, ein großes. Ach, da gehen wir doch mal rein. Vielleicht kriege ich da ja ein Blumenbesteck. Oh, hi. Nee, ich will erstmal rein. Oh, verdammt. Das sind die Dinger. Oh, 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 oh. Oh mein Gott, es ist ein ganzer Kult da drin. Wow. Na komm.
Ich kann mich nicht bewegen. Ich sollte... Ich will das da haben. Das heißt, dass ich gehe jetzt hier... Verdammt, von der Seite komme ich nicht ran. Gehe von der Seite ran. Okay. Ja, hier. Nein, ich komme an den nicht ran. Verdammt, dabei will ich die auch haben. Okay. Das ist mir jetzt gerade ein bisschen zu heikel. Aber dann weiß ich, wo ich dann demnächst mal hingehe. Bloß erstmal brauche ich eine Rüstung. Geht ja nicht anders. So, ich kann jetzt neue Sachen herstellen. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich die herstellen kann. Räderstein. Rottür, Schwingtür, Holzteil. Ja, da, Topfpflanze, super. Rosa Blütenblätter. Ich brauche 3 Stück davon. 3 Stück. Ewige Lumpen, was brauche ich dafür? Seil. Warte mal, Seil kann ich doch herstellen, oder? Halt, dahin. Wunderbar. Ja. Gucken wir mal ganz kurz. Ausrüstung. Ach, ich hätte sogar noch eins gehabt, ne? Ich bin doof. Komplett doof. Ich bin gar nicht schlau. Bauen. Einmal bauen. Und dadurch lerne ich was Neues. Und zwar... Oh, Trainingstracht herstellt. Mhm. Oho. Ne, jetzt wird's aber interessant. Abwehr plus 15. Abwehr plus 2. Wir brauchen Saphir, aber die Trainingstracht, die ist natürlich dann nochmal... Dann ziehen wir doch das an, oder? Würde ich mal sagen. Nein. Oh oh. Da kommt gerade was auf mich zugeflogen. Gebäude. Baupläne. Da haben wir ja die ganzen Sachen. Jetzt lass mich doch mal in Ruhe. So, kurz die Sachen wegpacken. Mitgeführt, das heißt, dann kann ich das erstmal wegpacken. Weil ich es ausgerüstet habe, na toll. Ja gut, egal. Aufräumen, haha. So, kann ich jetzt irgendwo schlafen gehen oder habe ich jetzt hier wieder nichts zum Schlafen? Hier habe ich nichts zum Schlafen. Gut, da habe ich was zum Schlafen. Problem ist, wenn ich jetzt die Blumen da wegnehme, dann ist der Raum kein Krankenbett mehr. Ich muss jetzt irgendwo diese Blumen herbekommen. Hm. Geh ich mal hier rüber. Irgendwie konnte ich hier rüber, in der Hoffnung, dass ich dann da was finde. Ich habe keine Lust, immer den ganz großen Weg außen rum zu nehmen. Wobei es sein könnte, dass mir doch die Blöcke ausgehen. 6, 5, 4, 3, 2. Nein! Mir gehen echt die Blöcke aus. So. Schnell das Problem gelöst. So, gewusst wie. Könnte da oben was drauf sein? Nö. Das sind alles weiße Blumen. Da auch.
Wo kommt... Ich brauche irgendwo ja rosa Blumen. Weil außer einem Stock gibst du mir nichts. Da hinten liegt nur Baumwolle rum. Auch keine rosa Blütenblätter. Toll. Super. Ich suche rosa... Nee, Rosenblütenblätter. Nicht rosa, sondern Rosenblütenblätter. Es ärgert mich jetzt gerade so ein bisschen, dass ich hier nichts finde. Wir müssen doch irgendwo welche sein. Das kann doch nicht angehen. Ich bin doch nicht hier total... bescheuert und blöd und keine Ahnung was. Das gibt's nicht. Ich komme mir echt gerade sau mega doof vor, weil ich es nicht finde. Das sind alles hier weiße. Kann ich die färben? Habe ich irgendwas verpasst? Habe ich irgendwas, also... Es gibt ja hier Leute, die jede Folge gucken und vielleicht könnt ihr mir einen Hinweis geben, dann warte ich erstmal, bis ich weitermache, weil ich sonst hier nicht weiterkomme, sonst renne ich hier die ganze Zeit rum. Ihr schreibt es in die Kommentare und danach kann ich dann die Aufnahme machen. Sofern es halt zeitnah guckt, das ist halt die nächste Sache, ne? Ich kann ja jetzt nicht, ne? Vielleicht habt ihr es auch schon in der letzten Folge drunter geschrieben, wobei zum jetzigen Zeitpunkt war jetzt noch... Hat er mich ernsthaft getroffen und mich vergiftet. Niemand vergiftet den Troplay. Schon wieder. Oh, danke für die Heilsalbe. Vielleicht ist er hier noch. Da. Bitte. Ja, ich hab ihn. So, jetzt muss ich mich nur ganz kurz heilen. Und ein bisschen Spiegelei. Ach komm. Wir benutzen es, um zurückzufliegen. Trotzdem könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wo ich da noch was finde. Weil das kann ja nicht das Rätsels Lösung sein, dass ich wirklich dieses einzige Bouquet... Oder Bouquet? Okay, Bouquet. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ich möchte eine Küche. Ja. Nein, nicht hinsetzen. Danke. Und wir packen rüber. Das da, das da, das da, das da. Das da und dann sortieren wir hier, genau. Und dann nehmen wir das hier, das Besteck raus. Und platzieren das mal. Wow. Es hat sich nichts an dem Esszimmer geändert. Olli, olli. Nein. Och, verdammt. Bauplan betrachten. Kann ich den Bauplan abbrechen? Nee. Nein, ich will den Bauplan nicht. Ja! Monster erscheinen bei Truppe Siedlung. Da. Wieso erscheinst du denn jetzt? Ich sollte mir vielleicht nochmal eine neue Axt machen. Eine neue Stadt. Oh, haben wir ja alles da. So, ich will mit dir reden. Nicht mit Ines! Nicht Ines! Nein, schon wieder Ines! Ja, du hast mir tatsächlich eine Küche gebaut. Hurra! Wobei ich nochmal darüber nachgedacht habe. Ich hätte die Sardinen einfach roh essen sollen. Das könnte ich zwar immer noch, aber vielleicht würde sie mir dann gleich wieder hochkommen. Ach, lach doch mal, oder grinst wenigstens, du humorloser Zombie. Na, wie dem auch sei, ich bin froh, dass ich mich geduldet habe. Jetzt kann ich alle möglichen Leckereien essen. Gebratene Sardinen, gegrillte Sardinen, gekochte Sardinen. Fisch ist nicht nur köstlich, musst du wissen, er ist auch nahrhaft. Genau das Richtige, um kranke Menschen wieder auf die Beine zu bringen.
Wie wäre es also, wenn ich deinen Patienten ein paar Fische zubereite? Immerhin kennst du bestimmt den Ausspruch, Essen hält Leib und Seele zusammen. Hm. Du glaubst, ich wäre nur an meinem eigenen leiblichen Wohl interessiert? Roleplay, wie kannst du nur so etwas behaupten? Um über diese Gemeinheit hinwegzukommen, muss ich gleich ein paar Sardinen verputzen. Orangenen Glibber. Okay. So. Gut, nachdem wir jetzt das Besteck, also das Blumenbesteck gefunden haben und soweit eigentlich alle Aufgaben erfüllt haben, geht es jetzt darum, hier diese ganzen Patienten irgendwie gesund zu bekommen. Und da haben wir jetzt das Problem, wir brauchen diese Prickelpillen. Und ich weiß nicht, wo ich jetzt diese, was waren das, Lachse? Nein! Für die Prickelpillen brauche ich Kabeljau. Wo ich diese Kabeljau jetzt fangen kann. Also wenn ihr da irgendwie eine Idee habt, juhu, ich bade ein bisschen, dann schreibt es mir mal in die Kommentare. Gerade die Leute, die ja schon ein bisschen weiter sind, weil den Kabeljau, ich wüsste jetzt echt nicht, wo ich den Kabeljau fangen sollte. Also es muss jedenfalls definitiv in der anderen Welt sein. Vielleicht ist da noch ein anderer See, den ich nicht gesehen habe. Ich glaube jetzt eigentlich nicht. Ihr schreibt es mir in die Kommentare. Ich werde jetzt in der nächsten Folge definitiv erstmal ein paar liebe, nette Typen da überfallen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer TruHotRein. Tschüss.